weiße Holzbank vom Waschsalon. Da ist eben einer reingekommen. Hat früher mal geschrieben wie besessen, doch vergessen jeden Tag bis in die Nacht in den Räumen der Redaktion gesessen. Sie haben gefeiert, was er sagte. Jeder Text eine Sammlung voll Zitate. Jetzt legt er drin seine Wäsche in den Wäscheautomaten und an Sparprogramm und Waren. Er konnte hochjubeln, kleinreden, jeder Satz ein Erdbeben. Man sah die Leute an seinen Lippen kleben. Jetzt setzt er sich neben mich, wir gucken zur Tür und ich seh den einen mit den langen Haaren und sage: Guck, da kommt der Typ aus dem Plattenladen, von dem alle immer sagten, dass sie ihn schon längst bestattet haben. Opinion-Leader, Songs wie Waffen, kannte jeden Scheiß-Hit vor den Massen. Kannst ihn fragen, er kennt jede Geschichte zu jedem verdammten Song. Ein wandelndes Musiklexikon. Jetzt stopft er seine Wäsche in den Wäscheautomaten. 40 Grad, Start und Abfahrt. Und wenn die vom Jobcenter fragen, kannst du ihnen sagen, wir sind unterwegs mit allem, was wir haben, die Algorithmen zu zerschlagen. Red Data Book Disco auf dem Freeway von San Francisco. Hinter diesen Hügeln Richtung Süden muss Palo Alto liegen. Hallo Herr Kaiser, setzen Sie sich zu uns und erzählen Sie von den Zeiten in der Bank, in der Sie arbeiteten. Die Wäsche wäscht sich von alleine, was ich meine ist, niemand braucht mal jemanden, der hinter einem Schalter sitzt. Die Leute kannten mich, nannten mich beim Namen und wenn sie mich dann sahen, fragten sie Herr Kaiser, wohin mit dem Ersparten für das Enkelkind. Sie waren gut beraten in dem Raum, wo jetzt die Geldautomaten sind. Da kommt Gina, man sagt, sie habe zugelegt. Kaum zu glauben, dass sich in jeder Videothek mindestens einer dieser Filme mit ihr fand, der mit dutzenden Kopien hinter einem schmierigen Vorhang stand. Sie sagt VHS, DVD, Blu-ray, all the way down, down aus der Traum. Und kaum drehen sich ihre Sachen hier im Kreis, muss sie lachen bis zu heiß wie Video 2000. Wenn die vom Job hinterfragen, kannst du ihnen sagen, wir sind unterwegs mit allem, was wir haben, die Algorithmen zu zerschlagen. Und dass die Benzinkanister und Streichhölzer uns gehören. Burn Palo Alto, burn. Bitte glaub mir, ich wollte echt nur wissen, was hinter diesem Spiegel ist und wirklich nicht, dass er zerbricht. Wollte mich nicht schneiden mit der Scherbe, dass die Erde aufhört sich zu drehen und dass sie mich dann mitnehmen. Ich wachte auf in diesem Raum mit der Kamera. Ich sagte nur, dass es die Langeweile war, als ich ein Lasso aus dem Bademantelgürtel machte, das Bett mein Pferd und die Kühe dann nach Hause brachte. Wo hätte ich mich da denn noch aufhängen sollen?